In diesem Video wird die Umsetzung des Leitfadens für den Einsatz von Spielen in der Vorlesung beispielhaft am Hörsaalspiel Charade erklärt. Das Spiel wurde auf der Grundlage der Ergebnisse von 5 schriftlichen Befragungen mit mehr als 600 Studierenden sowie 17 Experteninterviews mit Dozierenden und Studierenden verschiedener Hochschulen entwickelt. Es ist für alle Fächer geeignet. Mit dem Hörsaalspiel Charade soll eine vertiefte Auseinandersetzung mit Fachbegriffen unterstützt werden. Außerdem sollen mit dem Spiel Zusammengehörigkeitsgefühl, Interaktion und Zusammenarbeit zwischen den Studierenden gefördert werden. Die folgende Vorgehensweise orientiert sich am Leitfaden für den Einsatz von Spielen in der Vorlesung. Stellen Sie zuerst den thematischen Bezug zwischen Vorlesung und Spiel her, indem Sie sich pantomimisch darstellbare Fachbegriffe zum aktuellen Thema der Vorlesung überlegen. Das Hörsaalspiel erfüllt die didaktischen Funktionen Einführung in das Vorlesungsthema, Motivation, Festigung und Kontrolle. Das Spiel kann deshalb variabel im zeitlichen Verlauf der Vorlesung eingesetzt werden. Das Hörsaalspiel Charade ist dem Genre Rollenspiel zuzuordnen und wird in der Sozialform Gruppenspiel durchgeführt. Bereiten Sie mindestens 2 Beispiele mit pantomimisch darstellbaren Fachbegriffen vor. Mit der Vergabe einzelner Rollen an die Studierenden schaffen Sie Möglichkeiten zur aktiven Mitarbeit. Das Hörsaalspiel enthält die Elemente Wettbewerb und Bewegung. Leiten Sie nahtlos von der Vorlesung zum Spiel über, indem Sie einen Fachbegriff aus dem aktuellen Thema der Vorlesung an der Tafel notieren und die Aufgabenstellung sowie deren Ziel erklären. Es empfiehlt sich, anschließend das Beispiel zuerst selber pantomimisch darzustellen. Bilden Sie 2 Großgruppen und fordern Sie die Studierenden auf, sich in Kleingruppen mit je 3 bis 6 Personen zusammenzufinden. Jede Kleingruppe überlegt sich nun einen Fachbegriff, den sie ausschließlich mit Mimik und Gestik darstellen soll. In der Spielphase errät die Großgruppe A den Fachbegriff aus der Darstellung von Kleingruppe B und umgekehrt. Für jeden richtig erratenen Begriff erhält die jeweilige Großgruppe einen Punkt. Honorieren Sie alle Darstellungen mit Applaus. Führen Sie mindestens 2, in jedem Fall aber eine gerade Anzahl von Spielrunden durch. Lassen Sie den Punktestand von den Studierenden in einer Tabelle an der Tafel notieren. Teilen Sie bei Interesse an Feedback in der Nachspielphase den Kurzfragebogen aus dem Leitfaden an die Studierenden aus. Leiten Sie nahtlos zur Vorlesung über, indem Sie zum Beispiel eine Aufgabe aus dem Hörsaalspiel aufgreifen und als Diskussionsanlass für die Fortsetzung der Vorlesung verwenden. Notieren Sie möglichst gleich nach der Vorlesung Ihre Wahrnehmung während des Spiels und was Ihnen am Spiel oder an der Situation im Hörsaal gut bzw. gar nicht gefallen hat. Lassen Sie bei Interesse den Kurzfragebogen auswerten und sprechen Sie über die Ergebnisse, zum Beispiel mit mir. Nehmen Sie nötige Änderungen vor und überlegen Sie, welches Spiel Sie in einer der nächsten Vorlesungen einsetzen wollen und welche vorbereitenden Aufgaben Sie dafür an die Studierenden übertragen können. Bei Interesse fordern Sie einfach den ausführlichen Leitfaden an. Auf diesen Wegen können Sie auch Termine für Workshops zum Thema Hörsaalspiele mit mir vereinbaren. Ich wünsche Ihnen und Ihren Studierenden viel Spaß mit Spielen in der Vorlesung.